In dieser Bucht, von starker Dünung zum Meer hin abgeschlossen, lebt eine Seelöwenherde. Sie besteht aus etwa 30 Weibchen und Jungtieren. Ein alter Bulle beschützt die ganze Herde. Der Bulle besucht seine Weibchen mehrmals am Tage. Beim Nasenreiben und Beschnuppern erkennen sich die Tiere. Jeder Seelöwe hat am Land seinen bevorzugten Platz, den er gegen jeden Artgenossen verteidigt. Die Jungen saugen, bis sie erwachsen sind. Der Bulle wacht darüber, dass die Jungtiere nicht ins freie Wasser schwimmen. Draußen vor der Bucht lauern die Haie. Die kleinen Seelöwen haben meistens abseits der Brandungszone ihren Platz. Im Spiel entwickeln sich ihre Fähigkeiten für den Lebenskampf. Der Bulle umsorgt die Jungtiere. Wenige Stunden nach der Geburt. Das Kleine ist noch recht unbeholfen. Die hier sind wenige Tage älter. Sie spielen wie kleine Katzen. Um die Mittagszeit gehen die meisten Seelöwen an Land und ruhen auf den warmen Steinen. Dabei werden ihnen die großen Krabben lästig. Wo es Krabben gibt, findet sich der Reiher ein. Hier lebt er fast ausschließlich von den Krebstieren. Dieser hat einen Polypen gefischt. Leckerbissen für Seelöwen.
Wenn der Bulle an Land geht, muss er auf der Hut sein. Fremde Männchen benutzen die Gelegenheit, um ihm vor der Küste schwimmende Weibchen fortzulocken. Ein jüngerer Bulle will mit einem Weibchen davonziehen. Der alte Bulle nimmt die Verfolgung auf. Der Eindringling flüchtet über die Felsen. Nun schwimmt der Bulle wachsam vor seiner Herde, denn oft kommen zwei, drei jüngere Männchen zugleich. Schon wieder ein Eindringling. Mit aller Kraft nimmt der Alte die Verfolgung auf. Und jagt den Rivalen aufs Meer hinaus. Seelöwen sind verspielte Wesen. Die hier vergnügen sich mit einem angeschwemmten Ast. Andere üben sich in delfinartigen Sprüngen. Das kann zum Vorteil sein, wenn ihr einziger Feind, der Hai, sie jagt. Unter Wasser sind sie in ihrem Element. Sie sind hervorragende Schwimmer. Genauso geschickt können sie sich auf dem Rücken fortbewegen. Ihr Körper ist in vollendeter Weise dem Leben im Wasser angepasst. Der Bulle. Plötzlich wendet er. Draußen ziehen Haie vorbei. Die Jungen sind in Gefahr. Der Bulle muss die Kleinen zum Ufer drängen. Wieder bricht ein junger Bulle ins Revier ein. Doch der Alte ist wachsam und nimmt die Verfolgung auf.
Wenn die Flut einsetzt, lassen sich die Seelöwen auf den Wellenkämmen zum Ufer tragen. Mit der Hochflut kommt die Herde zu ihrem Rastplatz an Land. Dieser junge Seelöwe kehrt mit klaffenden Wunden heim. Haifische haben ihn angefallen. Der typische Haibiss an der Schwanzflosse. Die Hinterflossen sind gelähmt. Er kam diesmal noch mit dem Leben davon. Solche Wunden schlagen die großen, bis zu 4 Meter langen Blauhaie. Es sind gefährliche Räuber. Am Rande der großen Seelöwenkolonien gibt es ein Revier, in das sich die verwundeten Tiere zurückziehen. Die Wunden an Hals und Schultern rühren von einem Rivalenkampf her. Hier an der Schwanzflosse wieder die Spuren eines Haibisses. Der Bulle kühlt seine Narben im Salzwasser. Die kranken Bullen liegen friedlich nebeneinander, bis sie ausgeheilt sind. Dann werden sie wieder zu Rivalen im Kampf um den Besitz der Herde.